Sehe ich nicht. Da hinten. Da, in der Richtung. In der Richtung. Da! Ein Schwein! Oh ja, Schwein. Oh, ich will ein Reittier haben! Ich will ein Reittier haben! Warum hast du jetzt Drunken Sailor im Kopf? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Neverwinter mit Agnes Lizzie. Hallo, ihr Lieben. Hallo, sag was. Hallo. Und wir wollen mit Barack Obama reden. Okay. Nachdem wir letztes Mal unseren Schrott verkauft haben. Ah, er ist Barack. Alles klar? Eins, zwei, drei. Die Drachengeborenen abgeschlossen. Genau. Ich möchte euch nicht vorlieben. Oh, der Held von Neverwinter. Nein, du auch nicht! Mann, du. Okay. Ihr könnt das lesen, so, Quest abschließen. Okay. Ah! Oh, so, ein paar Mann. Fragen habe ich nicht. Wiedersehen. Okay, wir haben keine Fragen. Wenn Raymond sagt, wir haben keine Fragen. Wir haben keine Fragen. Noch Fragen? Nein. Huch. Also ich guck mal gerade, ob man sieht man auf der Map eigentlich auch Quest-Dings? Ausstehende Quest. General Sabine. Map ist M, ne? Ja, da ist M. Alles klar. Was ist das denn? Achso. So, ich habe mal einen Wegpunkt zu General Sabine gemacht, genau. Weil die hat noch einen. Renne ich dir hinterher. Ja. Sabine scheint noch eine Quest zu haben. Du hier? Du hast eine Quest, Sabine? Was los? Nee, hat sie gar nicht. Okay. Dann hat die Karte gelogen. Na gut, dann, dann gehen wir zum Ruinentunnel. The card is a lie. Yippie! Ui. Können wir vielleicht das erste Mal zusammen kämpfen, Liz? Ja, endlich! Oh, es wird so schön. Oh, ja. Oder eine Katastrophe, je nachdem. Ja, warum wird denn jetzt mein Wegpunkt? Kann ich den irgendwie wieder löschen? Das ist... Ach so. Da, genau, habe ich wieder meinen Glitzerweg an hier. Sehr gut. Bittet um den Segen eurer Götter. Jetzt habe ich wegen dir auch dieses Lied im Kopf. Ey, Mann. Lizzie, in jeder Folgenpause summt dir so ein bestimmtes Lied. Irgendwas, genau, was ich gerade so im Kopf habe. Ja, es ist immer dasselbe. Immer dasselbe? Ich habe es gerade eins. In dieser Aufnahmesession ist es immer dasselbe. Da sind Reittiere. Ja, aber wir können nicht reiten, Lizzie. Wir müssen zu Fuß gehen. Oh, ich will auch. Wir müssen zu Fuß gehen. Ich will so ein Dämonenpferd haben oder sowas. Oder ein Dämonenvieh. Ja, oder ein Schwein, genau. Huch. So, Hier müssen wir rein. Ja. So. Wir betreten den Ruinentunnel und sogar zusammen. Ja. Ach, ist das schön. Gott sei Dank, okay. Laden. Nun habt ihr Platz für eine zweite Begegnungskraft. Drückt P, um eine tägliche Kraft zu erwerben oder erneut zuzuweisen. Was? P? P? Quest abgeschlossen. Kräfte freischalten. What? Was? Kann er gar nichts freischalten. Was will der denn? Hä? Hä? Was? Ja, keine Ahnung. Was will der denn? Ich kann hier auch nichts freischalten. Nee, ich auch nicht. Der labert scheiße. Wahrscheinlich, weil man was kaufen kann oder sowas. Ja. Also so. Greifen wir jetzt an. Ja. In den Kampf! Kommen gar nicht zum Schlagen. Lizzie, mach nicht so viel Schaden. Ich will auch draufhauen. Das macht so Spaß. Oh, die Felsen. Machen die auch Schaden, die hier runterfallen? Was? Hier fallen doch Felsen ständig runter. Steinschlag. Halt. Ja, nicht überbrochen, die Sau. Kannst du mal sehen. Ach, jetzt müssen wir uns den Loot teilen? Nee, ich glaube nicht, oder? Loot dir was weg? Ich habe jetzt, ja, ich glaube ja. Nee, meins war auch kaputt. Ich drücke. Ja, und stehst was? In meiner Richtung. Aber liegt jetzt hier auch ein komplexer Knochen?
Knochenstift nee, hier bei mir? Nee, hier bei mir liegt einer. Okay, dann... Dann haben wir doch das, dann, nicht das gleiche. Gut. Ja, genau. Hier ist noch eine Schatztruhe. Aber das hattest du eben mitgenommen, was da lag. War das eventuell Kohle und, die wir uns dann Geld teilen wir uns wahrscheinlich. Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Ja. Okay. Alles mitnehmen. Sehr gut. Honor. For Honor. Ja, tschüss, Anna. Ich schlecht. Oh, was mit dir wollte ich nicht. Huch, ich bin immer dann in dem Interaktionsmenü mit dir. Okay. Oh, Gewölbekunde an diesem Schädel. Gibt's hier noch mehr? Da gibt's noch mehr. Ja, ein Paket durchsuchen kann man hier. Ja. Was? Was? In Honors Tasche befindet sich eine Notiz. Honor, dieser Abenteurer hat unsere Gewölbe gesehen. Wir können nicht in der Enclave bleiben. Ich werde meinen Anteil verkaufen und mich dann nach Black Lake begeben. Bei Karzow und den Nashorn wären wir in Sicherheit. Gothwin, fertig. Okay, fertig. Fertig. Abputze. So, und Belohnung abholen. Yay. Yay. Schatztruhe. Ein Porte-Pé. Was auch immer das ist. Ich habe ein Porte-Pé. Was ist denn das? Hä? Gerade eben. Abenteuer-Gloire, okay. Schild haben, ich hab doch... Vernichtende Hexenmeister, keine Stufenanforderungen. Hier ist noch eine Schatztruhe. Oh, mit Hightech, Leder, Eisenerz, geil. Geil! Hier nach oben kann man auch. Ach, dahinter. Kannst du die Kiste hier auch looten, hier drin? Ich guck mal. Ja, kann ich. Sehr gut. Okay. Ich mach sie aber wieder zu, beim Looten. Aber war was drin? Ja, Naturpaket zum Beispiel. Ja, okay, war ja nicht noch vorhin was mit Natur-Dingsbumsens? Ja, das haben wir. Achso. Da kannst du mal gucken. Da kannst du mal gucken. Oh, ich verbrauche noch meine Ausdauer, verdammt. Ja. Hier war eins. Ich probiere es mal. Probiere es. Interaktion. Ja, beschädigt was. Toll. Danke. Nix. Nein, ist kaputt gegangen. Ja, ist kaputt gegangen, mein Naturpaket. Oh, Lisi, ein bisschen vorsichtiger sein, ja? Ja, wie macht man das? Ein bisschen zärtlicher. Vorsichtiger antippen oder was? Ja, einfach zärtlicher sein. Achso, kann ich das eigentlich auswählen, was ich da jetzt eben gerade gekriegt habe? War das eine Waffe? So, ich gehe schon mal raus. Dieses Grimoire, war das eine Waffe? Ah, genau, da ist mein Porte-Pé. Jetzt benutze ich das, ja? Okay. Schildhand. Okay. Also angeblich benutze ich es jetzt. Mal schauen. Nein, sag was, wo bist du? Ich bin rausgegangen und gehe jetzt dem Leuchtestrahl hinterher zurück zu Feldwebel Knox. Achso, okay. Fort Knox. Nick Fury Fort Knox. Mhm. 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 Schlacht-Tyrannosaurus, die sind also hier arg verfolgt uns, glaube ich. So, dann warte ich hier vor ihm auf dich. Okay, da bin ich. Dann 3, 2, 1. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ja, ich habe die Dings abgeschlossen. Ich auch. Gothwin ging also nach Black Lake. Mhm. Das erklärt einiges. Was auch immer, es erklärt einiges. Okay. Genau. Die Spur der Kronen. Gothwin im Black Lake Viertel? Das bedeutet Ärger. Das ist das reinste Drecksviertel und nicht nur wegen dem Seeschlamm. Die Nasher haben sich offen gegen Lord Neverember gestellt und greifen jeden an, der sich ihrem Anführer Karzow gegenüber nicht zur Loyalität verpflichten will. Wenn sich Gothwin noch immer im Black Lake-Viertel aufhält, sollte Gefreiter Hothidon Falvern davon wissen. Sprecht euch am besten mal mit ihm ab. Okay, Lord Fortescue. So. Alles klar. Sehr gut. Dann reden wir mit dem. Hier lang sagt die Glitzerlinie. Das ist voll schön mit dem Glitzer. Ja, Glitzer. Einmal überholt und drüber springen. Niemanden anrempeln, einfach über die Leute drüber springen. Mhm, genau.
Yippie! So wie in, ja, überall in der Innenstadt. So mache ich das auch mal. Yippie! Oh. Disintegrate. Life is good somewhere. Oh, was ist das denn für eine? Okay. So, wir reisen. Ja. Wir reisen ins Black Lake Viertel. Ja, Black Lake Viertel, alles klar. Viertel. 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 Jetzt ein Viertelfünder als Hamburger, bitte. Gefeiter Haunty 9. Lord Fortitude Score 321. Okay. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Okay. Ich hab ihr die Spur der Krone abgeschlossen. Gestatten, Hathodon Falwan, Gefreiter der Stadt Neverwinter, Soldat des Feldwebel Nox, Ergründer der tiefsten Geheimnisse und Jäger der dunklen Gestalten. Ich wusste nicht, dass ihr kommen würdet, aber ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Ja. Nach meinen Informationen hat euch Feldwebel Nox auf die Spur von Gothwin Cooper gebracht. Ich habe Neuigkeiten zu seinem Verbleib, aber ich befürchte, sie bedeuten nichts Gutes. Okay, dann schließen wir die Quest an. Ja. Und den Verdächtigen identifizieren. Auf jeden Fall. Unsere heißeste Spur zu Karsov und der Krone ist ein Beutelschneider namens Gothwin Cooper, der an dem Diebstahl beteiligt war. Ich habe einige seiner notorischen Verstecke auf eurer Karte markiert. Schaut euch diese Orte näher an und haltet die Augen nach Hinweisen über seinen Verbleib offen. Marek, dankeschön. Alles klar. So, da hat noch jemand eine Quest. Hier, du. Elmira. Okay. 1, 2, 3. Wie sollen wir in dieser Stadt mit ehrlicher Arbeit unseren Lebensunterhalt bestreiten? Ich weiß auch nicht, Oma. Jagd auf die Armen. Die Nasher sind selbsternannte Rebellen, aber in Wahrheit nur eine Bande von Strauchdieben. Sie rauben die Armen aus, um den Tyrannen zu stürzen, füllen sich aber vor allem die eigenen Taschen. Schwere Zeiten. Aber noch bin ich nicht mittellos und werde euch gut entlohnen, wenn ihr das Diebesgut zurückholen könnt. Okay. Aber das ist eine bekannte Synchronstimme. Danach kommst du zurück ins Heim. Ey. Was ist der hier? Gefechtsmeister? Was macht das? Lehrling Penny. Warte, achso, wahrscheinlich PvP. Penny. Penny. Pennywise. Penny. Erzähl mir etwa über das Gefecht, okay. Wartelisten? Ja, wahrscheinlich PvP oder so. Ach so, nein, danke. Mach's gut, Penny. Stellenangebote. Komm, wir suchen uns einen Job. Ach, das sind die selbst. Ich kann mir ja selbst Quests erstellen. Oh. Nein. Hier sind die selbst erstellten Quests, kannst du hier machen. Okay. Wir machen aber erstmal nur die Hauptquests. Also die eigentlichen Quests. Ah, Kämpfen. Gib es gut, zurückholen. Brauchst du mich überhaupt? Süß, wie er mit seinem Schwert durch die Gegend. Wow. Also soll ich nochmal süß mit meinem Schwert kommen oder was? Mach doch nicht immer weg, Mann. Feigling. Also du jetzt. Ich jetzt? Ja. Ich bin Fernkämpfer, was willst du denn? Keine Aggro ziehen. Grausame Ikonen. Hä? Ich hab doch jetzt einen aufgenommen. Warum habe ich denn immer nur 0 von 3? Ach, 2 von 5 und 0 von 3. Alles klar. Hier ist auch noch was. Ihr lasst keine Zeugen! Was? Keine Zeugen? Gibt's hier nicht. Ziel erfüllt. Huch. So, jetzt brauchen wir noch Hinweise. Ich weiß, nicht viel. Guck mal, den habe ich dir jetzt gelassen. Ey! Was? Vitale Beinschienen? Aber die sind rot. Wahrscheinlich bin ich noch nicht hoch genug dafür, ne? Ne, die kannst du wahrscheinlich nicht anlegen. Das ist ja auch... Ich glaube, du kannst wahrscheinlich nur Stoff tragen. Achso. Ich kann nur Stoff tragen, ja? Ja, als Klasse.
Magier mit Plattenrüstung ist, glaube ich, eher selten. Ja, kann ich dir die dann geben, solche Sachen? Oder dann verkauft man einfach nur? Ja, wahrscheinlich. Alles, dankeschön. Okay, das könnte ich jetzt auch nicht machen mehr. Ach so, F drücken, Hinweise suchen. Ja. Aber ich habe das jetzt nicht abgedings gekriegt, alles klar. V für Fahrzeug. Du gehst hin, die Leuchtspur sieht in die andere Richtung. Ja, aber hier noch ein paar XP zu holen. Na gut, ich gehe schon mal zum Punkt. Guten Tag! Ja, aber Sonja, ich krieg immer dich an, wenn ich F auf. Ja, wenn ich zu nah dran bin. Ja. Weitere Hinweise, bitte. Ich hab noch nicht. Doch, jetzt habe ich 2 von 3. Also gilt das doch, wenn du die mit aufsammelst. Also. Ja, genau. Oh, Quest? Oh, hast du eine Quest? Nee. Noch nicht wahrscheinlich. Okay. Eva, bist du denn? Ja. Ist der Hinweis? Können wir da mitmachen? Hier ist der Hinweis. Schlammkoloss, auch da. Macht man das? Mischt man sich da ein, wenn andere kämpfen? Kannst du machen, wie du willst. Okay. So, wir gehen mal zu Elvira zurück und Harti dort. Oh, was bist du denn? Oh, verdammt, der ist da reingegangen. Die Sau. Schade. Ja, das habe ich mir gerade auch gefragt. Verrat denn, ey. Oh, Elvira. Warte, Elvira, okay. Elvira 321. Elvira. Elmira. Ja, Kampf abgeschlossen. Oh, möge Ilmater euer Herz segnen. Ilmater? Diese wenigen Waren werden euch sicher nicht sehr wertvoll erscheinen, aber für die Armen des Viertels können sie den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Wenigstens für eine Weile. Alles klar, Oma. Okay. Fest abschließen. Stufe 6. Yay, auf! So, hier Hornfrau. Achso, erstmal, was gibt's denn Neues überhaupt? Neue Kräfte, einen neuen Kraftpunkt. Jetzt kann man was verbessern. Ich glaube, ich hau die erstmal auf Rang 2, weil ich hauptsächlich das benutze. Die dunkle Spirale. Das Black Lake Viertel ist feindliches Gebiet. Seid gewarnt. Schaden plus 10. Schaden plus 10. Heilung plus 10. Und was macht der unheimliche Stoß? Ne, ich glaube, ich mach den. Oh, ich sollte eh auch mal ausprobieren. Ne? Ich vergesse mal die anderen Sachen zu drücken. Ach so. Ich mach das mal so, auf Stufe 2. Sicheren Schlag haben wir jetzt auf die nächste Stufe. Okay, wollen wir mit der Horthydorn reden? Mit dem ist das, glaube ich, ein R, ne? Mit? Ja, können wir. Okay. Wollen wir mit Horthydorn reden? Ja? Ja, okay. 3, 2, 1. So, die Kap war abgeschlossen. Die schriftliche Nachricht, die Leichen, der Schlüssel zu den Abwasserkanälen. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Godwin Cooper wurde von den berüchtigten Todesratten entführt. Die Todesratten, oh mein Gott! Die Todesratten. Tatsächlich. Anscheinend wollen nicht nur wir von Godwin erfahren, wo sich Karsow und die Krone befinden. Die Todesratten, eine Bande widerlicher Wehrratten, haben ihn entführt, um die Information unter Folter aus ihm herauszupressen. Die Nasher haben Godwin seinem Schicksal überlassen. Gelingt es uns, ihn zu retten, erhalten wir vielleicht im Gegenzug die Informationen, die wir brauchen. Der Hort der Todesratten ist hier in den Abwasserkanälen. Ich werde einen uns bekannten Eingang auf eurer Karte verzeichnen. Aber nehmt euch in Acht. Godwin wird ohne Zweifel tief in ihrem Hort gefangen Alles gehalten. Alles klar, mach mal. Okay. Yay. Godwin City. Das Black Lake Viertel ist feindliches Gebiet. Seid gewarnt. Da ist eine Quest. Was? Hier ist eine Quest. Ey, du. Drow, geheimnisvoll Drow. Ey, einer von meinen Leuten. Sprechen? Wollt ihr etwas? Ich muss los. Okay, mit dem kann ich nicht reden. Ah. Ich schiebe ein Fass. Hier seid ihr. Der kennt mich. Leichenraub? Was? Ich komme direkt zur Sache. Oh. Das Haus Sorlarin, eines der Adelshäuser der Drow, ist neuerdings scheinbar daran interessiert, den Wiederaufbau von Neverwinter zu untergraben.
Gerade in diesem Moment bereitet ein Zor'Lauren-Spion ein Treffen mit einigen Nashern vor. Wahrscheinlich wird er den Nashern magische Ausrüstung für ihren Kampf gegen die Neverwinter-Wache zur Verfügung stellen. Okay. Mein Plan ist es, dieses Treffen zu beenden und den Zor'Lauren-Spion zu töten. Darum, einen das Spion Treffen zu töten. Findet bald statt. Begebt euch zu dem ich Haus, bin in dem kein das Spion. Treffen nein, anberaumt nein. ist und beseitigt die Nashervachen dort. Okay, ich werde sie durch meine eigenen Leute ersetzen, die dann in einem Überraschungsangriff die Falle zuschnappen lassen können. Okay, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich kann jetzt diese Quest annehmen. Ja, wahrscheinlich eine Volksquest dann. Die kann ich dann nicht annehmen. Die kannst du nicht. Ja, heißt das dann, dass wir die dann auch nicht zusammen machen können? Das weiß ich nicht. Soll ich die einfach mal annehmen? Ja, klar, nimm die an. Auf jeden ich Fall. Muss die ja nicht machen, meint. Ja. Gut. Okay. Und tschüss. Was auch immer. Könnten auch die Folge beenden, Lisa. Okay. Während ich über dir stehe. Während du über mir stehst. Mhm. So wie es sich gehört. Ja. Wir danken euch fürs Zusehen. Und wir hoffen, ihr habt viel Freude an diesem Spiel. Ich spreche mal für Lisi mit, wenn ich sage, es macht uns doch ziemlich Spaß. Ja! Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen! Alles Liebe, tschüss!